Die Kapelle auf dem Friedhof in Rheinstetten-Neuburg-Weiher. Lange Zeit wurde sie nur noch als Geräteschuppen genutzt, doch Anfang 2008 kehrte wieder Leben in das marode Gebäude zurück. Der Künstler Professor Emil Wachter hat sich der Sache angenommen. Emil Wachter, selbst 1921 in Neuburg-Weiher geboren, ist bekannt für seine christlich inspirierte Kunst, die sich nicht nur in Malerei, sondern auch in Glasarbeiten, Skulpturen und Textilwerken zeigt. Die persönliche Beziehung zu diesem Ort ermutigte Wachter schon früher, hier tätig zu werden. Die Glasfenster der neuen Aussegnungshalle wurden auch von ihm gestaltet. Ein kleines Motiv am Rand dieser Fenster deutet auf die Emmaus-Geschichte hin, die Wachter jetzt in der Kapelle weiter ausgebreitet hat. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Also die wollte in eine Trattoria, da in eine Wirtschaft und übernachten. Und er hat sich angestellt, als ob er weiterlaufen wollte. Und dann sagen die, bleib doch bei uns. Es wird jetzt Abend und wir brauchen dich eigentlich. Ne? Weil der halt so faszinierend die Dinge dargestellt hat. Und wie sie am Tisch sitzen, erkennen sie ihn daran, wie er das Brot bricht. Und im Moment, wo sie ihn erkennen, ist er nicht mehr da. Weg. Erst nachdem das da war, ist mir eingefallen, dass man dieses Gespräch versuchen könnte, an die Wand zu bringen. Vom zentralen Motiv der am Tisch sitzenden Jünger öffnet sich eine weiße Fläche nach hinten in den Raum und vergrößert die Kapelle optisch. An den Seitenwänden sind Motive aus dem Psalm 22 aufgegriffen. Mir ist Angst, hier ist kein Helfer. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Hunde haben mich umringt, Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Zu den Psalmen habe ich vor Jahren, vor mehr als 10 Jahren, ein ganzes Buch gezeichnet. Und diese Serie von Skizzen konnte ich gerade übernehmen für hier. Natürlich nicht genauso, aber ungefähr, also in der Programmatik. Die Initiative zur Umgestaltung der Kapelle ging von mehreren engagierten Bürgern Neuburg-Weihers aus. Klaus Schwarz, der mitten im gesellschaftlichen und kulturellen Netzwerk der Stadt Rheinstetten steht, knüpfte die wichtigsten Kontakte, um das Projekt voranzutreiben. Beruflich ist Klaus Schwarz als Ausbildungsleiter im Augustinusheim, einem Heim für in unserer Gesellschaft sozial benachteiligte Jugendliche in Ettlingen, tätig. Ich wusste, dass bei uns in Rheinstetten, in Neuburg-Weiher, ein Gebäude, eine kleine Kapelle leer stand. Und ich wusste, dass hier ein Bestreben war, diesen Geräteschuppe, der vor langer, grauer Vorzeit als Aussegnungskapelle genutzt wurde, nun einer besseren Aufwertung zukommen zu lassen. Und ich wusste auch, dass hier im Augustinusheim Ressourcen, Jugendliche, Mitarbeiter da sind, die Interesse hätten, dieses Gebäude, diese Kapelle künstlerisch auszugestalten. Und ich wusste auch, dass der Künstler, der Professor Emil Wachter, Interesse hatte, sich da einzubringen und zu verwirklichen. Die im Augustinusheim lebenden Jugendlichen
haben dort unter anderem die Möglichkeit, eine dreijährige Malerausbildung zu absolvieren, die ihnen den Einstieg ins Berufsleben und in die Gesellschaft erleichtern soll. Für mich ein Anliegen und auch eine reizvolle Aufgabe, mal auszuprobieren, wie sich benachteiligte Jugendliche, wie sich das kombinieren lässt mit etablierter Kunst. Für die Jugendlichen ist es eine einmalige Möglichkeit, durch dieses Fenster, durch diese Tür, die die Kunst ermöglicht, durchzutreten, um Erfahrungen zu sammeln, um sich einfach da zu verwirklichen und einzubringen. Insgesamt waren 7 Jugendliche aus dem Heim an dem Projekt beteiligt. Überwiegend Lehrlinge im 2. und 3. Lehrjahr arbeiteten mit Emil Wachter zusammen. Thomas zum Beispiel hat die Auszeit vom Alltag durchweg positiv erlebt. Da war halt so, dass wir erst zum Herrn Wachter gefahren, ihn abgeholt, dann sind wir in die Kapelle gefahren, haben uns angeguckt, was wir machen. So. Der hat auch uns strukturelle Aufgaben gegeben, das und das hat er gemacht. Und es war halt eigentlich ganz in Ordnung, so. Es hat auch Spaß gemacht. So. Und es war halt was ganz anderes auf jeden Fall. So. Also hier der Alltag ist sehr gepflastert mit Terminen, sehr stressig, sehr ja, viele Überraschungen, viele Hindernisse. Und alles, ja, ich will jetzt nicht sagen auf Zeit, aber man sollte halt auch in einer bestimmten Stundenanzahl verschiedene Arbeiten fertigstellen. Die Betreuer machten sich anfangs noch Sorgen. Wie würden die Jugendlichen mit dem Künstler umgehen? Würde der Altersunterschied eine große Rolle spielen? Würde der Künstler die Jugendlichen als Mitarbeiter ernst nehmen? Also da war ich wirklich überrascht. Der Herr Wachter hat nämlich die Jugendlichen an sich herankommen lassen. Er hat die nämlich gar nicht bedrängt, hat ganz ruhig seine Arbeit gemacht und hat die dann so ganz langsam in die Arbeit mit einfließen lassen. Und erst wenn er dann mit ihnen so Beziehung aufgebaut hat, ist er auch mal in ein Gespräch mit ihnen gekommen. Das Miteinander war total unverkrampft, unkompliziert. Im Gegenteil, es war in sich greifend und ergänzend, bereichernd für alle Beteiligten. Also da war auch sehr freundlich, so hat auch gleich Hallo gesagt und so, gegrüßt und so, Namen gefragt und so. Also eine gute Atmosphäre. Ja, auf jeden Fall. Also das war ein fast belustigendes, sehr schönes Erlebnis für mich. Einmal, weil die Hilfe aktiv und sehr intelligent auch war. Und die Kerle war auch so langwillig und haben sich gefreut, halt etwas zu machen, was es selber zu machen gibt. Genau. Wenn man sich eine Zeit lang mit Emil Wachter unterhält, merkt man schnell, dass er nicht nur künstlerisch hochbegabt ist. Und ja, also das hat euch auch durchaus interessiert oder war das eher so... Nee, war eigentlich ganz interessant so, weil ich habe mich am Anfang früher eigentlich nie so mit kirchlich viel befasst und so. Aber jetzt so, das hat schon, war schon recht interessant und lehrreich. Und im Endeffekt bin ich jetzt auch sozusagen, ich werde jetzt ein Teil von der Geschichte jetzt. Die Kapelle in Neuburg-Weiher ist nun fertig. Auch wenn sie im Werkverzeichnis von Emil Wachter nur ein Eintrag unter 100 anderen ist. Für die Jugendlichen, die hieran beteiligt waren, wird dieser Ort immer etwas Besonderes bleiben. Die durchweg positiven Erfahrungen mit diesem Projekt haben die Verantwortlichen im Augustinusheim dazu ermutigt, weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Künstlern aus der Region zu setzen. Das nächste Projekt ist schon in Planung. Der Holzbildhauer Rudi Bannwart aus Ettlingen hat angeboten, mit den Jugendlichen Holzstelen zu bearbeiten. Dabei sollen sie vor allem selbst künstlerisch tätig werden und ihre Gefühle durch die Kunst versuchen auszudrücken. Man darf also gespannt sein, inwiefern Kunst sozial- und milieubedingt benachteiligte Jugendliche wirklich auf den richtigen Weg zurückführen kann. Für Emil Wachter, die Jugendlichen und die Bürger Rheinstettens war dieses Projekt sicherlich eine Bereicherung.